Und das mal wieder. Heute in Stavanger fahren wir nach Oslo. Wieder auf der gewohnten rechten Seite. So wie sie es auch gehört, meiner Meinung nach. Ich glaube nur 6 oder 7 Länder, wo Rechtsverkehr, Linksverkehr ist. Also alle britischen Kolonien vermutlich. Aber die Briten damit angefangen haben. Keine Ahnung. Ich bin schon wieder viel zu schnell, aber hey, mir ist das Wurst. Ich werde geblitzt, mir ist das Wurst, ich hab die ja schon. So, hoho, der soll gleich stehen bleiben. Wir haben wieder bestes Wetter einfach. Und jetzt? Ernsthaft? Der hat nicht gerade die Vorfahrt genommen. KI. Was willst du denn dazu noch sagen? Von links sehe ich nichts. Nix, okay. Er fährt einen ziemlich heißen Reifen mit seinem Bus. Und er fällt auch noch da lang. Aber okay, ist zweispurig. Das nutze ich. 40! Warum hat der Form jetzt eine Vollbremsung gemacht? Kennt das wer? Ich glaube, das war von Otto. Ach, schon uralt das Ding. Das habe ich schon gehört auf einer Kassette noch von meinem Vater. Gott, das ist ewig, ja. Der Schrankenwärter von Kleinwölferode hat die Schranken etwas zu spät geschlossen. Dadurch hat ein Autofahrer etwas Zug bekommen. Ach, damals war's. Trau dich! Der lässt dich! Lass mich auch noch! Ach ja. Auswurf ein bisschen freiblasen. Da wird auch schon wieder schlechter oben rechts. Kommt da was? Da kommt nix. Sehr schön. Auf nach Bergen. Achso, ja. Gerade ich hab nur noch Bock in der Fracht. Ich will doch gar nicht nach Bergen. Nee, stört sie nicht, okay. Dann fahre ich halt mit 130 in der 8er-Zone. Langsam. Ein paar werden sich vielleicht erinnern. Ich habe die Strecke, glaube ich, schon mal gefahren in der Quatschrunde. Quatschrunde? Ne, die erste Quatsch. Der Stand- und Infovideo war von Bergen nach Stavanger, glaube ich. Bin ich hier schon mal lang gefahren und. Ich denke, ich habe irgendwo eine Videoaufnahme von Oslo nach. Nee, von Stavanger nach Oslo. War vielleicht Zeitraffer. Bin ich jetzt auch gar nicht so sicher. Mir wird es Spaß machen, rauszufahren. Also, die lange Strecke. Uah. Bei diesem Wetter. Gut, dass mir nichts entgegenkommt hier. Boah, wo war das? In Karlskron? Ich glaube Karlskron. Ja, auf Skandinavien-Ecke da unten. Helsingborg und wie sie alle heißen. Da ist. Helsingborg ist, glaube ich, die Nummer. Da ist doch auch so ein. Ich sage eine Baustelle, wo du auch Fracht holen kannst. Da gibt es einen Weg darunter und der ist so verwinkelt teilweise und richtig eklig zum Fahren. Ich glaube,
diesem Schotter, Kiesweg oder was es hier immer sein soll, Erdstraße, so rumrutscht wie ein Bekloppter einfach. Wie ein Bekloppter. Hey, ich bin der 50 Erfahrungspunkte. Hey. Und dann geben würde ich mich freuen über 50 Erfahrungspunkte. So, ich muss mal rumheben. Ach Gott, das wird ein Spaß. Das wird gleich richtig. Und diese Dinger hasse ich auch so sehr. Wenn du mit einem Zweiachser reinfährst, dann bist du eh schon verloren, wenn du überall hängen bleibst, beziehungsweise aufläufst. So, wir fahren Reifen, habe ich gesehen. Reifen, genau. Jetzt die Schaufel ist mir zu unhandlich. Ich mag lieber Reifen fahren. Ja, wir starten gleich oben. Sehr schön. Aber die Kurve hätte ich sich auch noch geschafft. Ja, komm. So, Handbremse. Schubrakete. AB. Gib ihm. Habe ich gesagt, du darfst zurückregnen, wenn ich fahre? Nein. Muss ich alle Tage Abend. Wir haben 373 Kilometer von uns. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Ist die Folge nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Uah. Ich kann zu doll zu beeilen vielleicht. Ich hätte gleich mal die Strecke fahren drauf. Oh, da geht's bergab. Und da geht's nach links. Kleinhörnern, Großhörnern. Kleinhörnern, Großhörnern. Googelt mal danach. Wenn er wissen wollt, was ich meine. War irgendwie ein Auftritt vom Otto von 70 oder wann das war. Richtig uralte Scheiße eigentlich. Im Publikum und mein Vater irgendwie mitgeschnitten. Irgendwann mal. Da gab es noch keine so großartige GEMA-Recht, Verletzung und Urheberrechte und solche Zeugs. Vor allem auf Kassette, ganz ehrlich, das ist jetzt total ausgeleiert, vermutlich. Jedenfalls bin ich damit groß geworden, quasi. Auf und runter gehört. Manche Dinge merkt man sich halt sein Leben lang. So wie meine erste CD von Hathaway. Hab ich auch nicht vergessen. Es war eine Kassette. Das war eine Kassette. Ach Gott. Ein Tape. Das ist ja schon gar nicht mehr wahr, so lange ist das schon her. Ich habe meine Modelleisenbahnplatte hatte. Ach schön. Da war es. Damals war es. Halten wir in der roten Ampel jetzt an oder nicht? Okay, es wird grün. Das ist so ein Zufall. Du fährst doch nicht wirklich 60, ja? Nein, der Bus geht noch langsamer. Ich glaube, du kannst 60 fahren, gell? Na komm, ich fahr 58, nur dir zuliebe. Gewaltige Reifen, ganz ehrlich. Ah, hab ich doch ein bisschen was dazu damit. Ich überlege, ob es meine erste CD war. Ich glaube, das war Scooter. Es müsste Scooter gewesen sein. Live in den Chor, glaube ich, war das. Hab ich auch so rauf und runter gehört einfach. Jetzt wirst du mal langsamer. Traurig mit dir. Ich will gerne wieder den anderen Fahrer. Alter, was war das? Eingeschlafen. Ah, schau, hier bin ich langgefahren im Stand. Statt ein Infovideo. Bin ich von hier durch den Tunnel durchgekommen. Und da war an der Kreuzung davon, wo der gerade den Schlenker gemacht hat. Dieser Sattelschlepper. Mit den Dingern drauf. Den Autos. Hier habe ich gefragt, ob ich rausfahren soll, dass man so ein bisschen umschauen kann. Auf
davon ist eine meiner Lieblingskurven. Ach ja. War so klar, oder? Hat genau berechnet, dass der genau in der Kurve neben mir ist. Wundervoll. So, nur aber. Gib ihm. Vielleicht habe ich noch die Tankfest aufnehmen heute, aber ganz ehrlich, ihr wisst. Also ein paar von euch werden wissen, wie viel, welche Folge heute rausgekommen ist. Ich glaube die 29. Nee, 29, glaube auch 28 ist rausgekommen. Und ich habe jetzt aber schon Folge 47, also ich soll mich gleich ein bisschen bremsen. Ich finde aber noch keine Zeit, die alle hochzuladen. Wenn ich heimkomme und der Rechner läuft, also mache ich den Rechner an, und ich lade dann die Folgen hoch, solange wie ich schlafe, dann habe ich 3 Folgen gespuckt zu laden. Das ist. Ja, ich brauche wieder Urlaub. Wen genau will er warnen? Außer wegen der engen Kurve da oder was? Der fährt doch nicht wirklich schneller, also. Naja, wird eher noch langsamer. Sag mal, pennt er da vorne? Das kann nicht sein Ernst sein. Dass der so lang schleicht. In die Eisen gehen, der Gute. Na. Okay, vielleicht doch nicht. Was fährt denn der für ein Mist zusammen? Was ist los mit dem? Noch langsamer fahren, ey. Brauche ich 2 Stunden bis dahin. Ich will eigentlich so sputen. Ich dachte mal, Begleitfahrzeuge richten sich nach dem Fahrzeug, was sie begleiten und nicht andersrum. Okay. Vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, sowas zu programmieren. Aber gleich die Geschwindigkeit soll er schon halten können, also. Auch bei Regen. Ich weiß auch nicht, warum die Einzellaster, LKWs, die KI, alle mit 80 und mit 70 fahren, wenn es regnet. Also. Ich habe es auf der Autobahn noch nicht gesehen, dass sie mit 70 fahren. Ja, soll er machen? Soll er Gas geben? Macht er nicht. Jetzt fahre ich noch mal 54. Wird er gleich wieder langsamer. Was ist denn? Ach Gott. Ganz schön viele Busse unterwegs. Das PC-Spiel werde ich auch nicht vergessen.
Typhus Rally. Das war schon sehr ewig hier. Wenn ich das heute reinlegen würde, würde ich schon schimpfen. Hey, ich hab kein 95. Ach Gott. Wie lang ist es her? Wahnsinnig lang. Mein zweites PC-Spiel war übrigens GTA, also Grand Theft Auto. Eine Demo von 4 Minuten oder so. Hat mir aber gereicht, habe ich auch gesuchtet ohne Ende. Abgedrängt hatte. Wahnsinn. Wird schon wieder langsamer. Warum? Wenn ich nicht mehr bremse, ist das Problem an der Sache. Jetzt will ich die ganze Zeit mit Fernlicht fahren. Ich steuere übrigens gerade mit rechts. Doch, beidhändig lernen. Ja, für den Fall, dass mein Arm irgendwann komplett aussteigt. Ach ja, das ist eine Last im Arm. Ja, ein kleines Problem, kommt bis über 30, dann ist vorbei. Gehen die ersten Reparaturen los. Die Berge sehen ein bisschen aus wie das Karwendelgebirge. Die Berge. Die Gebirge. Bisschen. Ich meine, Berge sind Berge, gell? Sieht alle gleich aus. Bergerassismus. Der Gebirgsrassismus. Ach ja, ich habe halt wirklich viel, viel Zeug vom Gronkh übernommen. Das kleine Städtchen da hinten in dem Tal. Herrlich. Sieht aus wie Mittenwald. Aber man kann da wieder fahren, oder was? Herrlich. Ah, der See, die Musik, das Licht. Ja, das Licht will ich nicht. Beim Spiegel, ach, schön. Sonnenuntergang. Jetzt doch dann 60, ja? Das ist mir gefallen, dass er nicht sehr gut anfängt. Deswegen fährt er wieder schneller. Ach Gott, ich habe schon wieder 234 Nachrichten. Das ist ja grausam. Sonnenuntergang.
Ihr könnt hier auch nur 20 fahren, ganz ehrlich. Das ist mit 80, würde mir auch schon reichen. Schönes hier. Ich glaube, jetzt echt mal. Ach Gott, wie sich, wenn ich das sehe. Ich habe jetzt maximale Sicht in Spiegeln und auch auf der Karte und trotzdem baut sich der Berg im Spiegel ab. Das ist traurig. Ach, schön die Sonne. Ich habe das vermisst, dieses Rot. Diese Wolken, diese Lichtverhältnisse einfach. Es mag nicht perfekt sein, aber mir gefällt es. Gegenverkehr irgendwann, oder? Ist kein gutes Zeichen. Wenn lange kein Gegenverkehr kommt. Auf Autobahn. Ist meistens irgendwas passiert. Und der wird schon wieder langsam. Kleine Kurve, die gerade kommt. Kann sein, dass meine Boxen bei dem Lied ein bisschen übersteuern vom Sennheiser. Ah, da kommt wieder einer. Irgendwie klingen die da ein bisschen, klirren die da ein bisschen. So, jetzt wird es ein bisschen kuschelig. Einmal rechts gucken, einmal links gucken und alles passt. Na komm, das kleine Bergerl schafft's da noch. Will ich das Tempomat wieder ausmachen oder was? Sprung nehmen sollen. Nee. Den Berg schaffen wir auch noch. 245 Nachrichten, sehr schön. Bisschen Licht, wenn ich verkehrt. Ich glaube, gleich geht mein Tempomat aus. 21, 30, 31, ja, Bild geht's wieder. Na komm, hier sieht's aus. Noch sehe ich ihn. Mach Platz da vorne, ich bin schneller. Da kein Tunnel gebaut haben oder mich eben programmiert haben. Zu Ruhe, dann wird er so langsamer wird. Aber ich freue mich auf das neue DLC vom American Truck Simulator. Ich könnte ja ein paar Videos mal bringen. Ich habe da keine Errungenschaften mehr ausstehend, deswegen
könnte ich jetzt mal eine lange Quatschrunde machen oder machen. Einen Stream, meine Fahrt oder sowas. Da hat man wirklich Zeit aller Welt. Da stellst du den Tempomat ein auf der Autobahn, also Highway, und dann brauchst du eigentlich nur eine, zwei, drei Minuten mal lenken irgendwie. Das ist echt ehrlich. Das ist echt Entspannung. Cool. So, der muss jetzt auch nicht da kommen, wenn das Schild kommt. Klar. Aber ich bin ja nicht so breit heute. Uah. Ich hab wieder müde. Und dann 30 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Eigentlich müsste ich noch auf irgendeine Autobahn fahren. Also noch auf eine Autobahn fahren. Jetzt immer schadenfrei, das ist immer gut. Falls jemand wundert, warum die Navis beide an sind, also das vom Fahrzeug und das auf das Head-Up-Display, ganz simpel, rechts gucke ich, wie ich lang muss. Auf der anderen Karte sehe ich erstens mal, ob Norden ist, in welche Richtung ich fahre. Nur für alle Fälle, falls ich mal fahre oder irgendwo Umweg fahren muss oder sonst sowas. Das ist immer die andere Maßstab, und ich sehe, ob von hinten jetzt irgendwas Blaues angeschossen kommt. Multiplayer zum Beispiel. Also eigentlich hauptsächlich Multiplayer. Oder wenn sich vor mir was staut, dann sehe ich da die ganzen Punkte rumstehen. Aber das ist ja manchmal hilfreich. Guckst du nicht doch. Doch nicht alle 10 Sekunden in den Spiegel, wenn er von hinten angeschossen kommt oder nicht. Das ist manchmal ganz gut. Ui, ich muss gerade nicht über die Dings fahren. Bin schon da. Das war ja simpel. Soll ich mal den restlichen Weg rollen, beziehungsweise wird er eh gleich wieder bremsen. Ist eigentlich rechts die Straße gesperrt. Hä? Sehr strange. So, hier muss ich rumheben, ja, natürlich. Nein, ich schaff das. Es wird zwar nicht leicht, aber ich werde das versuchen zu schaffen. Und ich hole mich gleich wieder rechts hänge. Na wohl, könnte sogar gehen. Die Musik ist auch zu Ende. So wunderschön. Hm. Perfekt. Sehr schön. Gut, dann war das diese Folge auch. Dann fahren wir in der nächsten Folge vermutlich von... Was war das? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich mal gucken. Von nicht von Helsingborg. Oder doch von Helsingborg? Ich schau mal schnell. Nächste Folge fahren wir von... Nein. 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 Brüssel, Amsterdam, die hätte ich auch schon. Das Schiff war ich übrigens auch schon, also. Ja, wo denn? Linköpnick, genau, nach Kalmar. Aber nicht jetzt. Das mache ich auch mal anders. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.